Und wie es der Zufall will, gerade heute stellt der Konzern sein neues, verbessertes Steuersparmodell vor. Wir schalten live rüber zur sogenannten Keynote mit dem Apple-Steuersparguru Sebastian Puffpaff. Danke, Freunde, komm. Unruhe, reißt euch zusammen. Danke. Liebe Freunde, was für eine großartige Woche für Apple, den sympathischen mittelständischen Familienbetrieb aus Cupertino, Kalifornien. Am Mittwoch schenken wir der Welt das iPhone 7. Ha! Ohne Kopfhörerbuchse. Schade, dass Jesus das nicht mehr miterleben kann. Oder Steve. Wobei, das ist ja fast dasselbe. Ja. Ist das denn wirklich besser als das iPhone 6? Ja, es ist ja das iPhone 7. Das ist eins mehr als sechs. Vollidiot. Wo war ich? Ah ja, richtig. Unser Steuersparmodell. Im Grunde die Neuerfindung des Steuersparens. Schauen Sie, normale Firmen wie so ein mittelständischer Rotz aus dem Sauerland, ja, oder Loser wie Sie, Herr Welke, müssen alles versteuern, was sie verdienen. Wie das eben läuft in kommunistischen Ländern. So, und jetzt kommt's. Bei Apple bleiben fast 100% von dem, was wir mit dem iPhone verdienen, unser Eigentum. Dieses Steuermodell ist ein absoluter Quantensprung, um nicht zu sagen ein... Ja, wahnsinnig lustig. Einsprung. Ja, ja. Ich habe mich fast eingenäst, Herr Puffer. Jetzt erklären Sie mal, wie funktioniert denn das Steuersparmodell? Ist so geil, ist so geil. Also, wenn Sie irgendwo in Europa ein iPhone kaufen, dann immer bei Apple Sales International in Irland. So, aber nur ein winziger Teil des Geldes wird tatsächlich in Irland verbucht. Den Löwenanteil überweisen wir nämlich an unseren Apple-Verwaltungssitz. Und der sitzt wo? Na, wer weiß es? Wer weiß es? Kommen Sie nie drauf? Ich komme nicht drauf. Nirgendwo. Der hat gar keinen Sitz, der hat keine Adresse, keine Geschäftsräume, keine Steuern. Boom, Schakalaka, Dankeschön, auf Wiedersehen. Scheiße, und ich, Idiot, habe immer noch eine Adresse. Ja, weil Sie doof sind. Wenn Sie eine Adresse haben, dann wissen die Schweine vom Finanzamt sofort, wo Sie wohnen. Wir dagegen scheffeln Milliarden, zahlen an Steuern aber nur ein Apple und ein iPhone. Oh. Das Ganze ist ein einziger Trick in die... Ah ja, das ist ja. Deutsche Steuersatz. Ich weiß nicht, warte, pass auf, hier, hör auf. Hier. Also, kennen Sie eigentlich schon unseren neuen Spot? Ich sag Ihnen, Gänsehaut und harte Nippel, garantiert. Das ist ein iPhone. Und das sind die Chinesen, die das iPhone bauen. Für 2,50 Euro im Monat. Und das hier sind die Spackos, die es dann für 1.000 Euro kaufen. Geil, oder? Wenn wir Steuern zahlen würden, dann wär's ja kein iPhone. Das ist alles nur noch asozial. Ja, jetzt stellen Sie sich nicht so an. Mann, das Geld ist ja nicht weg. Es ist nur in der Cloud. Was ganz lustig ist, ja, denn wir haben es ja dem Steuerzahler geklaut. Oh. Sebastian Puffpaff, meine Damen und Herren, vielen Dank.